Hätte ich gar nicht 10-mal laden müssen. Gefällt dir, was du siehst? Ein roter Turm, oder? Der hat so geschummelt, ne, der Baumeister. Ob der Loki da wohl geholfen hat, auch mit den ganzen Steinen und so, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht genau. Das hat er bestimmt alles selber geschafft. Nicht mein bestes Werk, aber ihm wohnt ein gewisser Glanz inne. Nun denn, wo ist meine Königin? Du bist fertig? Der Turm ist einsatzbereit? Eine Rune fehlt. Ich füge sie hinzu, sobald ich vermählt bin. Zum Glück habe ich gespeichert. Ich muss gleich wieder irgendwas entscheiden. Ich weiß nicht. Wer hat dir geholfen, die Arbeit abzuschließen? Allein hättest du es so schnell nicht schaffen können. Unsere Übereinkunft hat mir Hilfe von außen nicht verboten. Nun, wo ist Freya? Das Warten ermüdet mich. Hilfe von außen? Interessante Wortwahl. Sei gegrüßt, Havi. Sei gegrüßt, Baumeister. Wir bringen dir deine Braut. Freya, meine Angebetete. Warum grinst sie so schelmenhaft? Es ist Freya. Sie hat keinen Appetit. Es verlangt ihr nach dir, du widerst sie an. wir haben ja gespeichert, ist egal, was ich nehme, ne? Wir können immer noch mal neu laden. Ich würde sagen, es verlangt ihr nach dir. Du widerst sie an, Mann, Leute! Natürlich sagen wir das nicht. Wir sagen natürlich, es verlangt ihr nach dir. Wir spielen das Spiel mit. Sie hungert, Baumeister, nach dir. Ihr verlangt es danach, dich wie einen saftigen Leckerbissen zu verschlingen. Fabelhaft. Es wird sie freuen zu hören, dass ich denselben Hunger verspüre. Unsere Vereinigung wird ein Fest der Sinne werden. Genug geredet. Wir haben unseren Teil der Abmachung eingehalten. Ja. Wirst du deine Arbeit beenden? Verzeiht, doch warum hat sie solch wilde Augen? Sie hat etwas von einem Tier. Ich meine, das hat gerade eben schon geklappt. Nur was lade ich nochmal? Ist mir egal, wir ziehen das durch, komm. Ob schlafend oder wach, ihre Augen sehen nur dein Bild. Allem anderen gegenüber ist sie blind. Geblendet von Liebe oder Ekel? Ich verstehe nicht, was du meinst. Schinde keine Zeit und küss sie endlich. Besiegle deine Verlobung. Ja, ein Kuss. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Festmahl. Herrlich. Deine Lippen sind zwei Kissen auf einem Bett aus Rosenblüten. Und deine so kalt und rau wie ungeschliffener Stein. Was ist das für ein Trick? Was? Stimmt etwas nicht? Ihre Stimme, sie ist garstig. Was? Mir wurde gesagt, sie wäre verführerisch. Von einem Wolf. Betrug! Bringt mir die echte Freya oder ich ziehe mein Angebot zurück. Ich bringe mich selbst, wenn es dir recht ist. Oh. Freya, du musst ihr doch nicht... Ihr habt kaum etwas, Aesir. Nur dieses nutzlose Denkmal eurer Unfähigkeit. Du warst ein guter Junge, Thor. Verspiel das jetzt nicht. Und du, Havi. Du wolltest der Verantwortung entgehen, indem du keine Wahl trafst. Doch auch das war eine Wahl und sieh, wohin sie uns gebracht hat. Wir wollten ihn zur Rede stellen. Haben noch gesagt, du wurdest missbraucht, meine Taten sind gerechtfertigt, das Ergebnis ist nicht festgeschrieben. Ja, wir haben dich als selbstverständlich betrachtet. Jetzt nicht mehr. Habt ihr dieses traurige Schauspiel nur für mich ausgeheckt? Da spielen sich ja auf dem modernden Kadaver eines Schweins bessere Dramen ab. Beende deine Arbeit oder leide. Keine Freya, kein Schild.
Nach Hillheim mit ihm, Harvey. Ich weiß, wo er seine Zauberfarbe aufbewahrt. Zeig es mir. Tor, Tür. Behaltet unseren Gast im Auge. Freya, ich hoffe, wir beide können uns nachher unterhalten. Warum trägst du noch immer Freyas Gestalt? Zur Erinnerung, um wen es geht. Verwandle dich zurück. Es ist verstörend. Wohin gehen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht pausenlos beobachtet. Also du weißt nicht, wo seine Vorräte sind? Ganz sicher in der Nähe. Er hat dieses Gebiet nie verlassen. So gut wie nie. Aber der Baumeister ist doch ein Täuscher, ne? Tor und Tür, muss ich auch dran denken. Tor, Tür, Windows. Da fehlt einfach noch Windows. So, und Gates natürlich. 91 Meter. Loki bemerkte ein Treiben südlich des Turms. Oh, die kommen ja alle mit. Nice. Ein Treiben südlich des Turms. Was ist das denn? Achso. Hier kommen wir nicht. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Wieso nicht? Das sind fiese Rehe oder was? Wie kommen wir denn da hin? Ich muss mal kurz gucken. So. Das englische Wort Window ist ein niederdeutsches Wort Windob. Es war die Öffnung für den Rauchabzug. Ich guck mal ganz kurz. Okay, das ist also so eine Quest, wo man hier genau gucken muss. Ne? Suche nach der Farbe des Baumeisters südlich des Turms. Wir haben aber kein CSA Miami-Bild hier gerade. Oh doch. Haben wir. Okay. Fußspuren. Mehr Fußspuren. Großartig. Wir haben das Nest des Wurms gefunden. Sind das die Haustiere des Baumeisters? Gestaltwandler! Noch eine Täuschung! Das wird der Baumeister wissen! Wachen sind doch Waren. Da hinten ist eine Tür. Hilf mir, sie einzuschlagen. Warte, Loki. Lass uns reden. Das ist die Tür. Alles klar. Was sorgt dich, Harvey? Loki. Kanntest du diesen Baumeister, bevor wir ihn bei Heimdalls Turm trafen? Ob ich ihn kannte? Als Freund? Oder seinen Namen? Hast du ihn eingeladen? Ich... Das hab ich. Ja, er rettete meinen Sohn aus Jötunheim, also brachte ich ihn her und half ihm Arbeit zu finden. Das ist alles. Bring das in Ordnung, Loki. Oder der Blutschwur, der mich bindet, ist verwirkt. Für dich und deinen Sohn. Ist das klar? Wie der wolkenlose Himmel, Harvey. Ach Mensch, ach Mensch. Ich muss ja zugeben, manchmal tut der Loki mir halt mehr auch leid. Geh weiter, ich halte dir den Rücken frei. Sehr beruhigend. Ich gehe am besten leise vorbei. Warum? Ich will die alle töten. Ich gehe nicht leise vorbei. Bei Ymirs Blut. Nimm an, Mann! Loki, erschlage diese Gestaltwandler! Ich töte dich! Thank you.
uns endlich alle? Das hoffe ich. Holen wir die Farbe und verschwinden. So, die wollen wir schließlich nicht hier haben, ne? So. Also, ich habe die extra angegriffen, das wisst ihr, ne? So. Tragen. Ich habe die Farbe. Ziehen wir uns also zurück wie Schatten vorm Licht. Ah, okay. Und die konnten hier so unbemerkt bauen? Er ist nur speziell, stiftet Chaos, hilft aber auch meistens Chaos zu beseitigen. Deswegen sage ich, er tut mir manchmal halt auch leid, muss ich zugeben. Und wahrscheinlich wäre er... Wahrscheinlich wäre er netter, hört sich doof an, aber vielleicht im Endeffekt netter, wenn Leute ihn so genommen hätten, wie er ist. Anscheinend haben wir seine Fähigkeiten unterschätzt. Auf deinen Rat hin. Finde einen Weg, seine Arbeit zu behindern, sonst biete ich ihm dich als Lohn. Stets zu Diensten, Rabengott. Interagieren. Geht nicht mehr. Cool. Loki ist der Gott der Lügen, des Schabernacks, da ist nichts nett. Ja, aber er kümmert sich halt hier zumindest in dieser Version hier gerade trotzdem um seine Kinder. Zumindest mal. Also ihm ist nicht alles egal. Da kommt Harvey zurück. Keine Bewegung, Baumeister. Wir sind noch nicht fertig mit dir. Ihr habt meine Falle überlebt. Wie enttäuschend. Oh. Eindringlinge aus Jotunheim. Wir haben sie erledigt. Bei Buris Hodensack kann ich ihn jetzt töten? Wir brauchen diesen Blender nicht. Wir stellen den Turm einfach selbst fertig. Ja. Er braucht meinen Huger. Ich bin durch die Magie eures Reiches an ihn gebunden. Du hast unser heiliges Wasser entweiht. Wir haben jeden Grund, dich zu töten. Sehr schlüssig. Man sollte dich den Gott des Rückblicks nennen. Allwissend im Nachhinein. Ich beende die Inschrift. Baumeister, du bleibst bei mir. Ihr anderen geht. Elhas, zum Schutz. Oh oh. Könnte eine weitere Falle sein. Du feiger Wurm, Geißel meiner Sippe. Du brachst Eide und Schädel. Ich habe diesen Turm nicht gebaut, um deine Feinde fernzuhalten. Ich baute ihn, um dich einzusperren. Oh, mein Auge juckt doch nicht jetzt. Du könntest mein Volk ohne Strafe oder Preis töten. Du und dein hohlköpfiger Sohn. Ihr Leben war der Preis für ihren Hochmut. So, lass mal checken. Ich weiß nicht genau. Besiege den Baumeister. Sein Kampf ist ungeschützt. Wie komme ich da ran? Gamepad zielen. Ich müsste vielleicht mal kurz auf Maus umschalten. Ich kann mit dem Gamepad nicht auf seinen Kopf zielen. Okay, weißt du was? Ich probier mal was. Der ist auch zu schnell. Die Füße bringen nichts, sein Kopf leuchtet. Die Füße sind halt nur kalt bei ihm. Oh, Alter. Alter, jetzt reicht's. Ist ja nervig. Nee. Auf Abstand wahrscheinlich. Ich denke mal, der strauchelt da mal kurz und wir können mal zuschlagen, aber das geht leider nicht. Ha!
Ach, Alter, mit Gamepad ziehen. Ich hasse meine Unfähigkeit. Ich muss den Kampf vielleicht nochmal neu machen. Da hinten gibt es, glaube ich, neue Pfeile. Warte kurz. Ist aber dieser Energiepopel, ne? Bringt das was? Nee, ne? Ich habe gefühlt 12 Millionen Mal gebraucht. Oh Gott. Das macht mir Mut. Nein, scheiße. Ich habe einmal kurz Chat geguckt. Keine Ausdauer. Shit. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Oh Mann. Pilze. Zum Glück wachsen die Pilze im Turm. Die bringen nicht so viel. Sag mal, hat der Energiepopel unsere Spezialfähigkeit aufgeladen gerade? Ich hab's gerade nicht richtig gesehen. Oh, schieß doch mal. Boah! Daneben! Das denke ich mir die ganze Zeit schon. Ich überlege gerade, wenn der uns in die Luft wirbelt, ne? Boah, ich brauche mehr Pfeile, Leute. Ist der nervig. Ist der nervig. Shit, habe ich nicht bekommen. Schade. Ich muss noch mal testen, ob das... Ach, Alter, du gehst mir auf den Sack, Junge. Ich brauche noch ein paar Pilze. Ist der ätzend. Und immer daneben. Das gibt's doch nicht. Vielleicht muss ich mal kurz auf die Maus stellen, aber... Oh, Alter, geh mir doch nicht auf den Sack mit deinem Scheiß! Mit deinem verfickten Hammer! Weiß deine Mutter, was du hier machst? Okay, die Energiekugel war... Die Energiekugel war nichts.
Ja, war ich noch aus. Ich habe nicht mehr so viele Pfeile. Ein Pfeil habe ich noch. Das reicht doch niemals im Leben. Make it count. Da ist nichts mehr, ne? Wir haben keine Pfeile mehr. Das ist natürlich scheiße. Warte, 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 warte. Ich fühle mich schon stärker. Oh nein, zu spät ausgewichen. Shit. Das hätte ich mal vorher üben sollen. Okay, der Baumeister ist noch ein bisschen hart. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Und ich konnte nicht ausweichen. Oh oh. Du hast die neuen Welten geschaffen, doch du beherrschst sie nicht. Sie beherrschen? Ich wünsche nur, sie zu überleben. Oh, fuck. Er hat mich im Flug weggeballert. Scheiße. Ich komme später wieder. Der Kampf dauert halt Ewigkeiten. Scheiße. Im Kampf hat er mich gesnackt. Probieren wir was. Sag mal. Plomp, 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 plomp. Wow, die Äxte machen richtig Damage. Oh, ich muss mit Y kann ich das aufsammeln? Habe ich aber nicht. Okay. Muss ich mit Y aufsammeln? Ich dachte, durchrollen reicht. Alles klar. Habe ich gerade eben erst gesehen. Ich habe die ersten Male. Muss ich noch einfach mal so machen, ne? Okay, was macht das denn? Heilt mich das oder irgendwas? Ich habe keine Energie davon bekommen. Ich weiß nicht genau, was es getan hat. Der ging doch direkt in den Kopf. Wieso hat er nicht gezählt? Natürlich. So, da kurz. Da, 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 da. Was ein Träumchen. Leute, müssen wir in Submode schalten? Ich seh's gerade schon wieder. Du musst. Das erste, was ich musste, ist. Ich muss erstmal gucken, was der Typ macht. Und wenn jemand glaubt, dass ich mit meinem Schild seinen Hammer irgendwie blocken kann. Guck dir mal mein Schild an, guck dir mal seinen Hammer an, Junge.
Schicke Piercings hat er. Wir sind im Submode. Oh, nice. Ich weiß noch nicht genau, was das bringt, wenn wir das aufsammeln. Hielt mich das wieder? Nee, ne? Also Bosskampf lernen, gut, ist nicht unbedingt das Spaßigste. Ich mache nicht mehr Damage damit. Ich verstehe noch nicht genau, wofür das gut ist, was wir da aufsammeln. Oh, dafür. Okay, gut. Gut zu wissen. Oh, den hätten wir mitnehmen können. Oh, ich kann nicht ausweichen. Shit. Den hätte ich mitnehmen sollen. Betäubungsschlag, mein Junge! Oh. Hat er mich genau erwischt? Okay. Ich brauche erstmal neue Pfeile, sonst bringt das nichts. Okay, langsam kommen wir dahinter. Langsam macht das Spaß. Hallo, mein Freund. Ein Pfeil lohnt sich nicht. So. Betäubungsschlag, Junge! Ich zeig euch, wie das geht, ja? Ich zeig euch, wie das geht. Oh, Junge! Ich meine, wir wussten jetzt aber eh, wie es geht. Second Try nicht ganz so schlecht. Also, ja, also das erste Mal zählt ja nicht, also First Try. Pfeile nehme ich auch wieder mit. Also Leute, bitte, ja? nice, Alter, nice! Aber ich muss dazu sagen, dafür ging bei mir der Betäubungsschlag nie. Tor verleiht mir Kraft. Okay, müssen wir jetzt hier mit der Rune, mit der mittleren irgendwas machen? Nee. Den Hammer nehmen. Mein Gamepad vibriert die ganze Zeit, aber ich weiß aktuell noch nicht genau. Das soll so nicht sein, ne? Oder? Ich glaube, das war's falsch. Ich meine, wir haben ihn besiegt.
Der Typ ist... Kann es sein, Ich glaube, ja, ich glaube, es liegt daran, dass wir gerade... Und nochmal von vorne, danke Spiel. Aber jetzt wissen wir zwei, drei Dinge mehr. Dankeschön Spiel, vielen Dank. Ist der Jötun tot? Oh. Und seine Magie stirbt mit ihm. Beunruhigt dich das, Trickreiche? Ups. Was willst du andeuten? Steckst du dahinter, du ehrloser Verbieger der Wahrheit? Was weißt du schon von Ehre, Freya? Du hattest mehr Männer in deinem Bett als Midgards Hallen fassen. Boah. Ausgerechnet, du urteilst über fleischliche Gelüste? Du hast einen Wolfswelpen gezeugt. Ich werde mich doch nicht vom Herrn der Kleinlichkeiten maßregeln lassen, dessen Lanze sich regt, wenn er Gesetze zitiert. Und bevor du mit deinem Hammer drohst, Thor, denk daran. Ohne ihn wärst du nicht mehr als ein Troll, nur doppelt so dumm. Du eitriger Hodensack voll der faulichsten Absonderung von Ymirs Leiche. Wow. Kein Schwur lässt mich so etwas erdulden. Und doch wirst du ihn nicht brechen, Harvey. Das kannst du nicht. All deine Mühen, dem Schicksal zu entrinnen, werden dich nur weiter auf seinem Pfad voranbringen. Wenn du nicht aufpasst, wirst du womöglich zum Quell deiner eigenen Vernichtung. Wie dein Friseur. Lass ihn. Er wird kaum Schaden anrichten, solange sein Sohn in Gefangenschaft ist. Stopfen wir ihm das Maul mit Eisen, dann hört er auf zu plappern. Was nun, Weisester? Wir sind wieder zurück am Ausgangspunkt. Ragnarök kommt und wir sind nicht sicherer als zuvor. Es gibt vielleicht eine Lösung in Jötunheim. Sie nennen es Huga-Magie. Ich werde dorthin reisen, um es selbst zu sehen. Bis ich die endgültige Fessel habe, darf Lokis Sohn diese Insel nicht verlassen. Bald wird sie als Zuflucht aller Wölfe dienen. Ich wache über ihn, als wäre er mein eigener Sohn. Dann überlasse ich das Reich deinen fähigen Händen, meine Königin. Sollte ich selbst mit leeren Händen zurückkehren, werde ich mich dem Schicksal fügen. Ja, das war ja, ja, der Kampf war okay, finde ich. Der Kampf, ja, das war ein okayer Kampf. War ein okayer Kampf. Das mit Loki, weißt du, ich würde vielleicht Loki auch noch auf seinen eigenen Sohn binden, auf den Wolf, damit die beide gefesselt sind. So, ich gehe mal kurz Pilze sammeln. Mit ganz komischen Geräuschen. Ich weiß nicht, beim Pilz sammeln. Ist irgendwie komisch. So, warte. Proviant ist voll. Alles klar. Das war Ditte. Okay, wir haben noch zwei Punkte, ne? Insgesamt. Hier geht's wieder raus. Okay, der krönende Abschluss. Der schnelle Aufbau von Asgards Verteidigung nährt Misstrauen und Verzweiflung. Der schreitet das Tor nach Jötunheim. Ich würde sagen, ich bleibe nochmal ganz kurz in Asgard. Gelben Punkt habe ich gesehen. Wie viel fehlt uns hier noch? Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Einer noch. Eine Träne fehlt uns. Programmierer macht einen Bossfight mit zwei Stufen. Gronkh, nein. War aber cool. Also das war schon sehr nice, oder? Das war so ein bisschen, wir haben da einfach Street Fighter Move gemacht. Der gute alte Street Fighter Move, nicht wieder aufstehen lassen. Wenn es geht, muss man es machen. Wer würde es nicht? Der Gegner pisst sich ins Beinkleid vor Zorn, aber mir ist es egal. So. Dann wollen wir mal gucken. Was ist denn da oben? Ach, das sind schon wieder diese komischen... Oh.
nachdem der Baumeister tot ist. Oh, der ist auf der anderen Seite. Der ist auf der anderen Seite. Ob du mich verarschen willst, war die Frage. Okay, warte. So. Oh, schön hier. Hier ist schön. Hier ist schön. Ja, ich meine, wir haben sonst nichts zu tun, ne? Montagnachmittag. So. Ding, 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 ding. So. So. Elvin, du hast recht. Oh, hallo. Ich bin Bergsteiger. Interagieren? Aber da ist eine Sprechblase in der Luft. Hier soll ein Sprechduell sein, aber da ist niemand. Okay, ich speichere lieber nochmal. Ich mach mal lieber ein anderes Safe Game. Das ist mir gerade ein bisschen zu creepy hier alles. Ja, bis jetzt habe ich noch keine Bugs entdeckt. Okay, warte. So. Mal gucken. Wir sprechen jetzt mit dem Unsichtbaren. Gilbert, oh. Ich sehe dich. Ah. Thor, warum rufst du mich? Um dich zu fordern. Stell dich mir im Spottstreit. Was? Ich werde dich den Krieg der Worte lehren? Ja, klar. Ich nehme deine Herausforderung an und werde dich etwas in Sachen Demütigung lehren. Nun sprich, dass ich die Stärke deiner Überzeugungen hören möge. Und nun stell dich, Allvater, du reimst wie ein Wurm. Ich beherrsche den Donner. Willkommen im Sturm. Komm nur rüber, los, trau dich und spiel nicht auf Zeit. Überheblicher Nahtor aus der Nähe, erkennst du bestimmt keinen Neid. Gib nur 8, was du wünschst. Ich gewinne den Streit. Wenn ich komme, gewinne ich das Wünschst du. Achso. Überheblicher Nahtor aus der Nähe, erkennst du bestimmt. Gib nur 8, was du dir wünschst. Ich gewinne den Streit. Nicht schlecht, alter Mann. Ich schlug Riesen und Monster, mein Ruf ist gerecht. Mich bewundern die Massen, vom Krieger zum Knecht. Du verhätschelter Aase, verdienst jeden Spott. Ich will klug und erfahren, du törichter Gott. Niemand bewundert dich, alle rennen fort ganz flott, oh Gott. Ich bin klug und erfahren, törichter Gott. Du hattest Glück. Schmach folgt dir als Schatten auf Schritt und auf Tritt. Dein Versagen ist episch, so schreib besser mit. Oh, du alberner Graubart, schon bald trittst du ab. Und du denkst, du beerbst mich denn gleich. Dein Sieg ist nicht das, was das Schicksal dir gab. Wenn ich abtrete, verspreche ich, folgst du mir ins Grab. Tja, ein Sieg ist nicht das, was das Schicksal dir gab. Ah, besser als ich dachte. Beschreib mir den Geschmack der Niederlage, Thor. Ich kenne ihn nicht. Dieser kleine Rückschlag spornt mich nur an, noch besser und stärker zu werden. Ich kehre zurück und vernichte dich mit gekonntem Spott. Charisma. So. Oh, ein Rätsel. Es bleibt noch genau ein Rätsel. Ja, Asgard haben wir bald durch, wa? Ach, das Rätsel ist das hier wahrscheinlich. Ja, können wir bald mal, ne? Ihr wisst, was kommt. Wir müssen es tun. Oh mein Gott. Kann ich hier ins Wasser springen oder ist das eher nicht so eine gute Idee? Wir haben das ja schon ein paar Mal zelebriert. Tot. Trotzdem tot. So. Ganz kurz mal durch die Algen. Pflück ich alle, verkaufe ich in Japan. So, haben wir denn da noch ein Schiffchen? Gibt es da noch ein Schiffchen für uns? Ich würde gerne rüber. Epic Rap Battles of History. So, okay. Ein Schiffchen. Netterweise. Vielen Dank. So, let's go. Ah,
So, let's go. Außenbootmotor mal kurz anwerfen und dann, habe ich Bootmotor gesagt? Bordmotor. Da hinten kann man, glaube ich, anlegen. Da ist es gar etwas. Die letzte Träne. Die letzte Träne schmeckt am besten. So. Ob wir die so einfach kriegen, wage ich nicht mal zu hoffen. Ich glaube, das wird die schlimmste. Das sieht irgendwie alles sehr special aus hier, ne? Meine Vermutung ist ja, Lüngwi-Insel, meine Vermutung ist ja, dass wir hier später eh noch hinkommen. Also alles wie immer bei Assassin's Creed. Alles wie immer. Ich dachte, letzte Träne hat der Entwickler gerade beim Bosskampf vergossen. Schön. Da kann ich jetzt aber wirklich nichts für. Die Treppe ist kaputt. So. Ja, wir müssen mal im Sub-Mode, müssen wir mal die Goin-Kosten höher setzen, ne? Für die lieben Plebs müssen wir die Goin-Kosten aber höher setzen. Sonst bringt der Sub-Mode... Nee. Hier ist sowas von Questgebiet. Hier gibt es noch einen Kampf, oder? Mein Freund, wird es ja einen Kampf geben? Natürlich wird es ja einen Kampf geben. Hier sind so viele Pilze und Pfeile. Oh, das wird furchtbar hier. Es wird ganz furchtbar. Und lass mich raten. Ich ahne es. Stinkt es aber richtig ab da drüben. Ruhig bleiben. Hier ist doch was faul. Das war extra, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich bin doof. Das war wirklich extra. Lieber kurz brennen, als hier die ganze Zeit diese Stinkegase einzuatmen. Schnipsel in Lokis Handschrift. Möge dich erhalten, mein Sohn, und dir Gefallen erkaufen. Alles klar. Überraschenderweise, ich bin mir nicht sicher, gegen wen der Boss, das Boss-Battle ist. Überraschenderweise finden wir auf der Insel mit dem letzten wahrscheinlich Boss-Battle einen Zettel von Loki. Wie kann das sein? Ist das hier die gleiche Höhle? Nee. Oh, wir kriegen die doch. Boss-Battle gegen Tränenmond, weil wir alle gesammelt haben. Okay. Das haben wir. Durchschreite das Tor nach Jutenheim. Das können wir machen. Die Frage ist, was mache ich denn jetzt mit dem... Wofür sammle ich die Tränen nochmal? Für welchen? Ist das für den hier? Nee, ne? Tränenmond. Steht das hier nochmal dabei? Kostet vom Trank. Das ist bei uns der grüne Abschluss. Dann würde ich mal schnell, ist das eins, was mir gerade einfällt, würde ich mal schnell hinreisen. So. Ja, na. So. Ich schau mal ganz kurz. Das ist eine gute Idee. Inventar. Kann man die Tränen hier sehen? Schlüssel.
seltsame, doch schöne Steine. Der Legende nach sind sie Splitter. Vielleicht finde ich ein Altar dafür. Alles klar. Gut. Achso, ich muss ja erstmal runter, ne? Von hier oben ist auch ein bisschen schwierig. So. Alle Tränen haben sich mit dem Poolwasser vermengt. Scheiße. So, let's go. Der Sprung ist göttlich. Für wahr. Lass ihn doch so selber finden. Finde ich ja gerade. Ich finde das doch gerade. Es war das Einzige, was irgendwie auf der Karte war, was irgendwie Sinn macht. Hier geht's nur hoch, ne? Ja. Wir waren schon mal bei dem Altar. Und konnten da nichts erreichen. Nichts. So. Da-dam, da-da-da-da-da-da-da. Da haben wir eine. So, wo ist die Opferschale? Ach, gibt keine. 30 Mal Ymirs Tränenstein. Damit haben wir's. Ja, Herr Tränenstein. Bringe die Opfergaben da. So wunderbar. Doch nicht die Fähigkeitspunkte waren der Schatz, sondern die Freunde, die wir unterwegs gefunden haben. Ich dachte, wir kriegen super special irgendwas. Jetzt weiß ich, warum das Tränensteine sind. Das weiß ich. Jetzt kommen unsere dazu. Der nächste muss 40 sammeln. Das ist so ein fucking Gag von Ymir. Ich hasse Ymir. Ich kaufe nie wieder bei dem. Alter. Das mega special. Super duper. Ich schmolle jetzt. Ist euch allen klar, dass ich jetzt schmolle, ne? Wo bin ich ja jetzt? Ach, hier kann ich mich im Fluss ersäufen. Oder sind die Tränen von den Leuten davor? Wahrscheinlich. In Asgard gibt es gar keine Becher und sowas. Bäche. Es sind nur Tränen. Alter, es gibt wieder einen bösen Brief an Ubisoft. Das kann ich ja sagen. Da steht dann mindestens drin, ihr seid so gemein. So, dann gebe ich mal Fertigkeiten aus. Wir haben ja ein paar gesammelt. 17 Fertigkeitenpunkte. Was gönnen wir uns denn heute mal? Handwechsel interessiert doch keine Sau. Schwerer Schaden, den gönnen wir uns. So, Berserker-Eifer. Kämpfe mit Feuer, ich bin grad. Eine teilweise gefüllte wird vom ersten Schlag des Gegners nicht beeinflusst. Toll. Weg des Bären nehme ich mal wieder mit. Fähigkeiten, Schaden immer gut. Hammer brauchen wir nicht, aber Gesundheit wäre toll. Dänen-Axt. Kritischer Treffer. Ich frage mich halt, ob man am Ende wirklich alles hier aufdecken kann. Fähigkeitenschaden? Also alles mitnehmen kann man nicht. Alles hier, alles nehmen. Gesundheit. Dem Tod von der Schippe.
Wenn du ausweichst, kurz bevor du getroffen wirst, werden deine Sinne geschärft und alle um dich herum scheinen. Alles klar, moin. Passive Fähigkeit immer gut. Nahkampf, kritische Chance. Nahkampf, Widerstand. Ich wollte hier unten eh ein bisschen aufdecken. Weg des Raben, juckt wen? Attentatsschaden. Geführter Pfeil. Deine Beherrschung des Raubtierbogens erlaubt dir unglaubliche Präzisionsschüsse. Okay. Drücke RB, um die Flugbahn des Pfeils an Luft anzupassen. Weg des Raben. Wer will das? Fernkampf. Gift. Fähigkeitenschaden. Immer gut. Was ist das hier? Weg des Raben. Wer will das? Leichter Angriffsschaden nehme ich auch mit. Oh, sehr gut. Schleichangriffschaden können wir machen. Wir haben noch 3 Fähigkeitspunkte, sind nicht so viele. Weg des Raben, wer will das? Hier ist Hammer. Sag mal, hier unten ist die ganze Kacke, ja? Also das, was ich nicht will. Das ist aber sehr... sehr motiviert am Leuchten. Schwerer Schaden, dann nehme ich hier nochmal mit. Gesundheit nehme ich auch nochmal mit. Fernkampfschaden auch nice. Sprintangriff haben wir ja schon. Haben wir noch nicht? Ich meine, wir haben so einen coolen Sprint, ne? Nehme ich mal mit. Stärke 110 läuft langsam bei uns, ne? Ich würde gern gucken, was hier unten noch kommt. Was haben wir denn hier? Raubtierbogen? Da waren wir gerade schon. Sturzabfangen würde ich gerne hinkommen. Dazu müsste ich aber über den Hammer gehen. Oder ich komme von hier unten aus der Ecke. Nahkampf. Fernkampf, Widerstand. Auch gut. Weg des Wolfes. Ich will nicht den Weg des Wolfes. Hier wäre Schleichen noch, wenn ich von da irgendwo käme. Schleichender Kundschafter. Hebe automatisch Feinde hervor, wenn du geduckt und unentdeckt bist. Aber nur unentdeckt, das ist natürlich gemein. Fernkampf, Widerstand. Weg des Wolfes! Lass mich in Ruhe! Ich will den Berserker haben, aber mit den Schleichvorteilen. Ich bin ein schleichender Berserker. Ist es nicht egal, ob Wolf, Bär oder Rabe? Nein! Ich will später eine Bärenrüstung tragen und Bären-Moves machen, weil ich ein bäriger Typ bin. Weg des Raben. Wir werden aber wahrscheinlich ein paar Fähigkeitenpunkte versenken müssen, wo ich die gar nicht hinhaben will. Raubtierbogen-Kombo, mehrere Kopfschüsse in Folge mit dem Raubtier richten zusätzlich. Okay. Das können wir vielleicht ab und zu mal machen, wenn wir irgendwo runterspringen, eventuell. Aber ich springe selten irgendwo runter. Ein Schleichbärt. Okay, hier ausweichen. Gut, wir gucken später mal, ne? Wir haben auf jeden Fall noch einige Sachen, die wir hier aufdecken können. Dieser Fähigkeitenbaum ist sehr bescheiden. Valhalla. Asgard. würde ich ein bisschen später weitermachen. Ich wechsle erstmal wieder ein bisschen. Ja, wir haben jetzt hier sehr gut aufgeräumt eigentlich. Und haben nur noch die Hauptquest hier. Jetzt geh doch mal weg mit deinen Spoilern. Haben nur noch die Hauptquest. Ha, Mist. Erwartet uns irgendwas drüben eigentlich? Ich meine, das ist der krönende Abschluss, aber... ich bin halt unsicher. Kann ich mich darüber porten? Nee, ne? Heimdalls Turm. Ich glaube, ich muss da wieder rüber reiten dann wahrscheinlich. Naja. Wir haben noch einen krönenden Abschluss und ich denke mir, wir müssen wahrscheinlich gegen Loki kämpfen. Ich würde vielleicht nochmal gucken, was da passiert gleich. Aber eigentlich würde ich gerne wieder rüber wechseln. Vielleicht nochmal ein Bündnis eingehen. So. Hat's. So. So, Frendos. Ich werde irgendwann auch wieder zur Standardrüstung wechseln. Also gegen Loki will ich jetzt noch nicht kämpfen, ne? Weil ich glaube, das ist immer noch nicht High-Level genug. Da müssen wir noch ein bisschen üben, glaube ich. Aber... los! Wir können ja schon mal gucken. Das kann uns niemand verbieten. Oh Gott, hier unten.
lang, oder? Kenne mich noch nicht so aus. So. Es gibt nicht die Möglichkeit, es gibt nicht genug Fähigkeiten, Punkte den gesamten Baum zu markieren, ne? Dass man quasi alles hat. Das geht bestimmt nicht, oder? Das wäre ehrlich gesagt mein optimalstes Ergebnis. Das geht? Sowas darf man mir nicht sagen. Das darf man mir einfach nicht sagen. So, stehen die da wieder oder muss ich da reingehen? Ich reis nach Jötunheim, steck deine Klöten ein. Okay, warte. Ich speichere mal lieber vorher. Speichern. Der Krone, ja, überschreibe ich mal einfach. Was soll schon passieren? Keine gute Idee, ne? Willkommen zurück. Dein Gesicht strahlt und deine Augen scheinen klar. Sag mir, was du gesehen hast. Ich war in Asgard, dem Sitz der Götter. Ich sah durch Odins Augen. Ja, ja, das stimmt. Ich fürchte den... Ja. Ich sah durch Odins Augen, wie du gesagt hast. In jeder Vision nahm ich seine Gestalt an und lebte wie er einst. In seinem Körper war ich selbst, doch ich wurde von seinen Launen getragen. Ich las seine Gedanken wie meine eigenen. Wir waren zwei, aber existierten als einer. Und was hast du erfahren? Mehr als alles andere habe ich gefühlt. Ich habe alles gefühlt. Seine Ängste, Zweifel, seine Liebe und Leidenschaften. Unglaublich. Was noch? Ich besprach mich mit Loki, dem Trickreichen. Wir stritten oft wie Geschwister, doch unsere Kämpfe wurden ernster. Und als ich erfuhr, dass er ein Wolfskind gezeugt hatte, war mein Zorn grenzenlos. Weil er diese Wahrheit vor dir verborgen hatte? Ja, er wusste, dass Wölfe in Asgard nicht gestattet waren. Er widersetzte sich meinem Befehl. Vielleicht solltest du es deswegen sehen. Es sollte dir helfen, deine innere Angst zu überwinden und Vergebung zu finden. Mag sein. Aber bevor meine Vision endete, überkam mich eine Entschlossenheit. Ich erdachte einen Plan. Eine Reise nach Jötunheim. Und dann erwachte ich. Interessant. Gab es noch etwas? Eine Prophezeiung. Sie warnte vor Ragnarök. Der Zerstörung der Welt. Dem Ende der Zeit. Und die Nornir. Sie warnten mich vor dem Fenriswolf. Weil er gierig nach meinem Blut dürstet. Doch da war noch etwas. Hoffnung. Ich schritt dem kommenden Ende unerschrocken entgegen. Vielleicht spricht dieser Teil deiner Vision von Mut. Du wurdest wirklich von den Göttern berührt. Was noch? Sonst war da nichts, das wichtig gewesen wäre. Der Traum ist verblasst. Eivor, deine Visionen sind anders als alle, die ich kenne. Geh jetzt. Ich muss über das, was du gesagt hast, nachdenken. Nein, geh nicht. Ich muss den Chicken Chip noch essen, weil die Kamera aus ist. Geh doch nicht jetzt.
Wir haben gerade einfach vier... Oh, wir haben gerade vier Fähigkeitspunkte einfach so bekommen. Einfach so.